wichtigen Partners Israel, die Bundesregierung sowie der gesamte Deutsche Bundestag mit Sicherheit heute wie auch in früheren Amtsperioden hat. Ja, danke schön, Michael Saar. Wir sind live im Deutschen Bundestag im Reichstagsgebäude. Am vergangenen Wochenende gab es zumindest den Ansatz der Lösung eines sehr alten weltpolitischen Problems, nämlich des Streites vieler verschiedener Länder mit dem Iran um ein potenzielles Atomprogramm diesen Landes. Der Streit ist noch nicht gelöst, aber er ist ein Stückchen weit der einer Lösung näher gekommen, in dem zumindest eine Übergangslösung erreicht wurde. Dieses Thema Atomabkommen mit dem Iran ist jetzt hier Thema im Deutschen Bundestag und im Plenum spricht der geschäftsführende Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Vom Europäischen Auswärtigen Dienst und der Leitung durch Casey Ashton erbracht worden ist. Sehr schwierige Verhandlungen, aber auch mit großem Geschick geleitet durch unsere hohe Repräsentantin in Europa. Wichtig ist allerdings festzuhalten, dass dieses ein erster Schritt ist. Es ist nicht die finale Vereinbarung, sondern es sind Eckpunkte einer finalen Vereinbarung skizziert worden. Das heißt, die eigentliche Arbeit im Detail, die eigentliche Implementierung steht natürlich uns noch bevor. Und deswegen will ich auch nur kursorisch einige Aspekte hier nennen. Der Iran setzt seine 20-prozentige Urananreicherung aus, er verdünnt seinen Vorrat an 20-prozentigem Material oder verarbeitet es weiter in Richtung zivil nutzbaren Brennstoff. Auch hierzu ist mir eines wichtig, noch einmal deutlich zu machen. Das Recht Irans, die Atomkraft, die nukleare Energie für zivile, nachgewiesenermaßen zivile Zwecke zu nutzen, ist von uns nie in Zweifel gezogen worden. Und insoweit ist dieses auch nicht zu kritisieren, wenn eine solche Vereinbarung gefunden werden konnte. Iran wird keine zusätzlichen oder leistungsfähigeren Zentrifugen zur Urananreicherung installieren und in Betrieb nehmen. Der Ausbau des Plutoniumreaktors in Arak kommt faktisch zum Stillstand. Das ist natürlich auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil es ja zwei Wege geben kann, um zu einer nuklearen Bewaffnung gelangen zu können. Nämlich einmal den Weg der Anreicherung und auf der anderen Seite natürlich auch den Weg über den Schwerwasserreaktor. Und deswegen war auch die Einbeziehung von Arak von großer Bedeutung, übrigens auch bis in die letzten Stunden einer der wichtigsten und neuralgischen Punkte unserer Verhandlungen. Entscheidend ist, dass Iran sich im vereinbarten Aktionsplan zu sehr weitgehender Transparenz verpflichtet hat. Die internationale Gemeinschaft braucht Iran also nicht nur zu glauben, sondern sie wird vor Ort überprüfen, ob die Zusage auch eingehalten werden kann. Tägliche Inspektionen sollen sicherstellen, dass Iran kein militärisches Nuklearprogramm betreibt. Dieses ist wichtig, auch vor dem Hintergrund einiger kritischer Bemerkungen, die nachzulesen waren. Auch darauf möchte ich ausdrücklich eingehen. Es ist Transparenz und es ist Kontrolle vereinbart worden. Insoweit ist das ein wesentlicher Fortschritt. Die Behauptung, man würde hier im guten Glauben handeln oder man sei ausschließlich auf das Vertrauen angewiesen, trifft nicht zu. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und deswegen ist die Kontrolle auch fest vereinbart worden bei den Genfer Verhandlungen. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass Ihnen dieses Zitat von Lenin besonders gut gefällt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Damen und Herren Abgeordnete, im Gegenzug haben die I3+3 Iran-Sanktionslockerungen in Aussicht gestellt. Iran darf für einen Zeitraum von 6 Monaten einen Anteil von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar aus eingefrorenen Erlösen seiner Ölverkäufe ausbezahlt bekommen. Außerdem soll der Handel mit Edelmetallen, petrochemischen Produkten und dem Automobilsektor geöffnet werden. Die europäischen Obergrenzen für genehmigungsfreien Handel mit Iran werden angehoben. Aber auch hier ist es wieder wichtig, auf das zu achten, was wirklich vereinbart worden ist und nicht das, was oberflächlich darüber berichtet oder auch kritisiert worden ist. Die Sanktionen werden suspendiert, jedoch nicht aufgehoben. Hält sich der Iran nicht an seine Zusagen, treten die Sanktionen wieder vollständig in Kraft
und der Kernbestand an Sanktionen, die Schlüsselsanktionen in den Bereichen Öl, Gas und Finanzen bleiben vorerst von der Vereinbarung unberührt, das heißt unangetastet. Wir haben in Genf einen wichtigen, aber eben einen ersten Schritt mit einer Laufzeit von 6 Monaten vereinbart. Das ist nicht zu unterschätzen, ob seiner Bedeutung für die Verbesserung der Sicherheitslage in der gesamten Region. Die Verhandlungen über eine abschließende Lösung im Atomstreit, sie stehen noch aus. Sie sollen binnen eines Jahres dann auch zum Abschluss gebracht werden. Es liegt jetzt an Iran, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Entscheidend ist eine transparente, überprüfbare Vereinbarung, Umsetzung der Vereinbarung. Und es sind allein die Erfolge bei der Umsetzung der Genfer Vereinbarung, die das politische Momentum für eine abschließende Lösung im Atomstreit bringen können. Deswegen möchte ich schließen mit der Bemerkung, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass eine dauerhafte Lösung eben nur auf dem Verhandlungswege erzielt werden kann. Die letzte, die jetzt amtierende oder noch geschäftsführend im Amt sich befindende Bundesregierung hat in dieser letzten Legislaturperiode immer darauf Wert gelegt, dass wir eine politische und diplomatische Lösung wollen. Wir wollen eine Verhandlungslösung. Wir beteiligen uns nicht an militärischen Interventionsszenarien. Und ich glaube, das ist eine richtige Politik gewesen. Und das wird unter anderem auch durch die Vereinbarung von Genf noch einmal eindrucksvoll bestätigt. Eine Verhandlungslösung ist möglich. Sie ist noch nicht erreicht, aber wir sind einen wesentlichen Schritt, ein gutes Stück des Weges auf dem Weg zu dieser Verhandlungslösung in Genf gegangen. Deswegen ist dieses meines Erachtens ein Abkommen, was im Interesse unserer europäischen Überlegungen liegt, des Westens, der Welt insgesamt. Und ich sage das auch zum Schluss noch mal mit großem Nachdruck, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Zu glauben, dass es hier ausschließlich, und ich setze das in Anführungsstriche, um die Sicherheitsinteressen eines Landes ginge, nämlich unseres engen Partners und Freundes Israel, geht fehl. Es geht um eine Sicherheitslage in der gesamten Region. Es geht um die Sicherheitsarchitektur der gesamten Region. Und ich glaube, meine Damen und Herren, man kann hinzufügen, wenn man sich wirklich mit der Sache befasst, was das für Auswirkungen haben könnte, käme es zu einer militärischen Konfrontation, dann wird jedem klar, es geht hier in Wahrheit um die Sicherheitsarchitektur und um die Sicherheits- und Friedensinteressen der gesamten Welt. Und ich glaube, deswegen sind diese Genfer Vereinbarungen auch wirklich eine Vereinbarung, die man als guten Schritt bezeichnen kann. Und diese Genfer Vereinbarung hat es meines Erachtens auch verdient, überparteilich die Würdigung in diesem Hause, aber auch außerhalb dieses Hauses bei anderen wichtigen politischen Akteuren zu erhalten. Vielen Dank. Soweit der geschäftsführende Bundesaußenminister, der hier Applaus bekommt von allen Fraktionen des Hauses. Guido Westerwelle, meine Damen und Herren, war bei diesen Verhandlungen in Genf, von denen er gesprochen hat, selber dabei. Die Vetomächte der Vereinten Nationen und Deutschland und natürlich der Iran. Nächster Redner jetzt Rolf Mützenich für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vereinbarung zwischen der Islamischen Republik Iran und den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats und Deutschland ist ein bedeutender Schritt zugunsten einer friedlichen Lösung der Atomkrise, aber noch kein abschließender Erfolg. Der muss jetzt in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Dennoch lassen sich nach meinem Dafürhalten erste Schlussfolgerungen für die zukünftige Außenpolitik ziehen. Erstens, Diplomatie und Vertrauensbildung sind die besten Instrumente zur Bewältigung internationaler Krisen. Zweitens, die Europäische Union und deren Mitglieder können gemeinsam etwas erreichen. Drittens, die USA und Russland bleiben bei der Bearbeitung internationaler Konflikte aufeinander angewiesen. Viertens, das Zwischenabkommen und ein späterer Vertrag können das Bindeglied für weitere Initiativen sein. Fünftens, die Verhaltensänderung des Iran ist Teil äußeren und inneren Wandels. Und sechstens, weitere Abrüstung in Europa und im Nahen Osten sowie präventive Rüstungskontrolle bleiben unerlässlich und können vorbildlich wirken. Ich möchte mit diesen 6 Anmerkungen
zum Abkommen auch versuchen, grundsätzliche Bemerkungen zu machen. Und in der Tat, Herr Bundesaußenminister, Diplomatie und Vertrauensbildung haben Vorrang, auch insbesondere deswegen, weil Sie bei uns ein guter europäischer Erfahrungsschatz sind. Mit dieser Diplomatie und Vertrauensbildung sind die Teilung in Europa überwunden worden und gleichzeitig sind Spannungen abgebaut worden. Und deswegen ist dieses Instrumentarium das Instrument der ersten Wahl. Und ich glaube, mit diesem Zwischenabkommen mit dem Iran stehen wir möglicherweise, bevor wir sozusagen auch immer große historische Worte noch mal nennen, aber durchaus auch an einem Wendepunkt, weil der Nahe und Mittlere Osten in den letzten Jahren immer wieder auch Schablone für sogenannte große Pläne gewesen waren und eben teilweise auch Interventionen von außen hat erdulden und erleiden müssen. Und ich glaube, hier ist an dieser Stelle möglicherweise auch ein Wendepunkt sozusagen in der internationalen Politik gegeben. Und als Sozialdemokrat kann ich nur sagen, bin ich froh, dass ich Mitglied einer Partei bin, die in Regierungsverantwortung damals die Intervention im Irak gegen alle Widerstände auch abgelehnt hat. Und ich finde, das war damals eine richtige Entscheidung gewesen. Und wenn man vom zweiten Erfahrungsschatz spricht, glaube ich, geht es darum, auch aus den Erfahrungen der Entspannungspolitik zu lernen. Und wir brauchen heute eine Entspannungspolitik in Zeiten neuer Spannungen. Und darin, glaube ich, haben wir keine Unterschiede, indem wir nämlich auf der einen Seite Realitäten anerkennen, uns aber nicht mit ihnen abfinden wollen. Und das ist sozusagen auch der Kern des Wandels durch Annäherung. Und ich glaube auch, dass dieser Erfahrungsschatz durchaus Wirkung trägt, insbesondere dann, wenn Europa darum gebeten wird, an der Bearbeitung internationaler Krisen mitzuarbeiten. Und der andere Aspekt in dieser Frage ist nach meinem Dafürhalten auch der Grundsatz, dass durchaus die Umbrüche in der arabischen Welt in der Tat Instabilitäten auch jetzt zeigen und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahrzehnte Instabilität sein wird, auch auf Europa bezogen. Aber auch die dortigen Machthaber müssen, und ich glaube, einige sind auch klug genug zu wissen, sie brauchen Wandel, Wandel im Äußeren und Wandel auch im Inneren. Und das sollten wir durchaus nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch unterstützen. Die zweite Anmerkung, die ich machen will, die Europäische Union kann zum Nutzen vieler gemeinsam etwas erreichen. Und ich finde, auch das macht sich durch das Zwischenübereinkommen mit dem Iran deutlich. Und die viel gescholtene gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union hat hieraus durchaus bewiesen, dass Europa in der Lage ist, Instrumente aus dem historischen Erfahrungsschatz anzubieten und sie sozusagen auch zum Nutzen aller umzusetzen. Und es waren damals Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die 2003 diese Initiative gestartet haben. Und ich danke allen Bundesregierungen und einschließlich auch den Diplomatinnen und Diplomaten, dass sie so nachhaltig auch für dieses Ziel beharrlich gearbeitet haben und natürlich auch der Bundesregierung und auch Ihnen, Herr Bundesaußenminister. Ich finde aber gleichzeitig sollte auch Lady Ashton und der im Aufbau befindliche Europäische Auswärtige Dienst hier genannt werden, weil auch das ist ein Bravourstück für möglicherweise eine zukünftige Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und wir haben in den vergangenen Jahren durchaus den einen oder anderen Außenminister in Europa erlebt, der nicht immer Gutes über Lady Ashton gesagt hat. Aber ich bin froh, dass wir sozusagen hier eine Gemeinsamkeit haben und ich glaube insbesondere auch im Parlament. Und deswegen würde ich gerne auch noch bei dieser zweiten Frage hier an den Deutschen Bundestag erinnern. Ich glaube, jetzt kommt es auch auf uns an, dass wir unsere Arbeit machen. Und wenn ich das richtig beobachte, ist es gerade im Iran und ist es offensichtlich auch in den USA, der Kongress doch, die Majlis auf der anderen Seite, die möglicherweise den ein oder anderen Stein aufbauen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abkommen. Und ich finde, wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier können eine Menge zur Vertrauensbildung beitragen. Und deswegen wäre ich froh, wenn vonseiten des deutschen Parlaments auch Initiativen dazu ausgehen, auch die Parlamentarier im Iran
von der wichtigen Initiative zu überzeugen. Und der zweite Punkt, der auf uns zukommen wird, möglicherweise wird die Internationale Atomenergiebehörde, die ja wertvolle und zusätzliche Arbeit wird leisten müssen im Iran bei der Überprüfung, auch mehr Finanzmittel brauchen. Und ich finde, auch das muss von Seiten des Deutschen Bundestages positiv beantwortet werden. Der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, dass wir gesehen haben, dass die USA und Russland weiterhin unerlässliche Partner für die Bewältigung internationaler Konflikte sind. Und ich finde, das gibt auch neue Chancen für die Konferenz, für die Genfer Konferenz über Syrien und auch im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Und deswegen sollte gerade von Europa, wenn es denn gelingt, zwischen den USA und Russland zumindest in den internationalen Krisen neues Vertrauen aufgebaut werden von Seiten der Europäischen Union, aber auch seiner Mitgliedsländer, weitere Initiativen für eine gute Zusammenarbeit mit Russland, aber durchaus auch offene Worte über das, was uns nicht passt in der Außenpolitik der Russischen Föderation, auch genannt werden. Aber ich glaube, Europa ist aufgerufen, dieses Momentum einer Zusammenarbeit über weitere internationale Krisen zwischen Russland und den USA auch zu befördern und in diesem Zusammenhang auch die Volksrepublik China an ihre wachsende Verantwortung zu erinnern. Sie ist Teil der Sechsergruppe gewesen, aber sie profitiert immer noch sehr stark von den Erfolgen, wo sie sich sozusagen in der zweiten oder dritten Reihe aufhält. Die Volksrepublik China wird in Zukunft mehr Verantwortung tragen müssen. Und ich glaube, von Europa muss das auch genannt werden. Der vierte Aspekt, der Zwischenvertrag oder die Zwischenvereinbarung könnte ein Bindeglied für weitere Initiativen im Nahen und Mittleren Osten sein. Und da möchte ich zuerst daran erinnern, dass es sinnvoll ist, auch mit dem europäischen Erfahrungsschatz an den Aufbau regionaler Sicherheitssysteme zu erinnern, nämlich Spannungen abzubauen, Vertrauen zu schaffen, Abrüstung und Rüstungskontrolle als Instrument für diese Vertrauensbildung zu beschreiben und insbesondere keine Rüstungsexporte auch von Deutschland aus in Spannungsgebiete zu liefern. Und wir haben einen anderen Aspekt, der eben angesprochen worden ist. Trotz aller Enttäuschung im Hinblick auf die Absage oder beziehungsweise kein konkretes Datum einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten, daran müssen wir weiterarbeiten. Und in der Fragestunde haben wir gehört, dass die Bundesregierung hier weiterhin alles unternehmen wird. Aber ich will auch sehr deutlich machen, wir können nicht immer nur sagen, wir können etwas einbringen, sondern müssen auch zur Kenntnis nehmen, wenn es positive Signale in der Region gibt. Und ich finde, die Meldung von Seiten Syriens und von Seiten des Irans und der Türkei an die syrischen Gewaltakteure, eine Waffenruhe zur Genfer Konferenz zu vereinbaren, diesen Appell von der Türkei und von Iran aus zu nennen, ist nicht nur wichtig, sondern er ist unerlässlich auch für einen, wenn auch nur kleinen Erfolg. Und das sollten wir auch würdigen von Seiten Europas. Deswegen kann ich für mich sagen, ich glaube, der Iran gehört mit an den Verhandlungstisch in Genf, wenn es um die Fragen auch einer Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien geht. Verhaltensänderung des Iran ist mit Sicherheit Teil äußeren, aber auch inneren Wandels. Und deswegen will ich auch hier noch mal deutlich sagen, wir vom Deutschen Bundestag kritisieren und werden immer wieder darauf hinweisen, dass es Menschenrechtsverletzungen im Iran gibt. Und es ist an der iranischen Regierung, jetzt zu beweisen, wo möglicherweise der außenpolitische Druck geringer wird, auch diese Chance zu nutzen, um im Inneren zu einem Wandel beizutragen. Auch das war immer der Ansatzpunkt einer Entspannungspolitik. Und ich finde, das gehört mit dazu. Und möglicherweise, auch wenn es nicht auf den ersten Blick sozusagen scheint, könnte ja möglicherweise auch die Situation der Instabilität im Nahen und Mittleren Osten auch zu einem Umdenken in den iranischen politischen Systemen mit beigetragen haben, dass sie nämlich glauben, ein Regimesturz steht eben nicht mehr auf der Tagesordnung. Und es ist glaubhaft, was Präsident Obama gesagt hat, weil Präsident Obama eben nicht an weiteren Instabilitäten interessiert ist. Deswegen sollten wir auch vielleicht dieses kleine Fenster des Umdenkens durchaus nutzen, um zu Initiativen zu kommen. Und deswegen
Der sechste Punkt. Ich glaube, wir sind gehalten, von Europa mit gutem Vorbild voranzugehen, für Abrüstung und Rüstungskontrolle einzutreten, für konventionelle Abrüstung, nukleare Abrüstung, viele andere Dinge auch, aber insbesondere die Vertrauensbildung voranzubringen und insbesondere die Kategorie, die Präsident Obama eingeführt hat, Respekt in den internationalen Beziehungen ist wichtig. Zum Abschluss, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich gerne bei Ihnen ganz persönlich, Herr Bundesaußenminister, für die faire und gute Zusammenarbeit im Auswärtigen Ausschuss bedanken. Alles Gute. Rolf Mützenich war das für die SPD-Fraktion. Am Ende mit einem Gruß an Guido Westerwelle, den der mit sichtlicher Genugtuung hört. Nächster Redner ist jetzt für die Fraktion Die Linke Jan van Aken. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Westerwelle, fand ich gut. Ich kann Ihnen eigentlich in fast allen Punkten zustimmen. Die vorläufige Einigung im Atomstreit mit Iran ist gut. Nee, ich habe an einem Punkt bin ich nicht mit Ihnen einverstanden, aber ansonsten kann ich wirklich fast alles teilen, was Sie gesagt haben. Denn ich kann mich selbst auch tatsächlich richtig von Herzen über diese Einigung mit dem Iran freuen. Denn machen wir uns nichts vor. Das heißt doch erstens, dass die Kriegsgefahr im Mittleren Osten tatsächlich ein kleines bisschen geringer geworden ist. Und zweitens, dass die Gefahr eines nuklear bewaffneten Irans tatsächlich deutlich geringer geworden ist. Und das sind zwei gute Nachrichten. Und es ist auch... Das ist auch ein Erfolg der Diplomatie, und da fand ich sehr, sehr gut, dass Sie das ausdrücklich mal betont haben. Es ist auch ein Erfolg der europäischen Diplomatie von Frau Ashton. Das müssen wir hier ganz deutlich sagen. Auch danke Herrn Mützenich, dass er das auch gesagt hat. Ich glaube, da müssen wir auch ein großes Lob an die Frau Ashton von hier aus geben. Eins möchte ich vorweg sagen, vielleicht gibt es da einen Dissens. Ich halte es für völlig absurd, jetzt so zu tun, als ob die harten Sanktionen erst den Iran an den Verhandlungstisch bewegt haben. Ich halte das für völlig absurd, das können Sie gleich vergessen, denn auch vor einem Jahr waren die Sanktionen gegen Iran hammerhart. Auch vor einem Jahr schon war die Wirtschaftslage in Teheran völlig desolat. Und trotzdem hat es vor einem Jahr keine Einigung gegeben. Ist auch völlig klar, mit noch so harten Sanktionen kriegen Sie bei dieser Frage, die für den Iran eine Frage der nationalen Souveränität ist, überhaupt nicht den Druck erzeugt, um irgendeine Lösung zu schaffen, sondern diese Lösung ist tatsächlich erst möglich geworden durch zwei Wahlen. Das eine war natürlich die Wiederwahl von Obama in den USA, der in der zweiten Amtszeit doch eine ganz andere Flexibilität hat. Das zweite war jetzt die Wahl des neuen iranischen Präsidenten Rouhani, der offensichtlich gemeinsam mit Obama endlich mal seit Jahren gleichzeitig kompromiss- und verhandlungsbereiter ist als in den Jahren zuvor. Wenn alle den Hardliner gespielt hätten, wenn alle weiter nach harten Sanktionen gerufen hätten, dann hätte es diese Einigung nicht gegeben. Und das ist noch eine ganz klare Ansage an den Herrn Missfelder hier von der CDU, der immer wieder auch am militärischen Angriff auf Iran das Wort geredet hat. Ich sage mal so, wenn der Missfelder mit in Genf am Verhandlungstisch gewesen wäre, dann hätten wir die Einigung nicht bekommen. Ich bin froh, dass er nicht dabei war, und ich hoffe, er wird es auch in Zukunft nicht sein. Ich glaube, diese Einigung im Atomstreit zeigt eines noch mal ganz deutlich. Zwang funktioniert in der Außenpolitik nur ganz, ganz selten. Und beim iranischen Atomprogramm, dem zivilen Atomprogramm, noch viel weniger. Denn es ist tatsächlich innerhalb des Iran die zentrale Frage der nationalen Souveränität. Und ein noch so moderater Präsident könnte im Iran niemals an diese Frage rangehen, weil er auf Druck reagiert. Das funktioniert nicht. Zumal, auch das hat der Westerwelle richtigerweise gesagt, nach dem Atomwaffensperrvertrag hat der Iran das Recht auf ein ziviles Atomprogramm. Er hat sogar das Recht auf Urananreicherung. Ich persönlich finde das falsch. Von mir aus könnten wir schon heute einen weltweiten Atomausstieg beschließen, aber das ist eine völlig andere Debatte. Die Einigung von Genf ist gut, weil sie ausgeglichen ist, weil tatsächlich beide Seiten zwar kleine, aber doch gleich lange Schritte aufeinander zugegangen sind. Die Urananreicherung darf weitergehen im Iran, aber eben nur eingeschränkt, nicht mehr die 20%. Es gibt einen Baustopp an den wichtigsten Anlagen, nicht nur am Schwerwasserreaktor, auch ein Baustopp in den Urananreicherungslagen. Auf der anderen Seite werden die Sanktionen etwas gelockert. Das ist für mich ein tragfähiges Argument für künftige Schritte. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt vier Dinge, die wir tun sollten. Das richtet sich natürlich mehr an Herrn Steinmeier als an Herrn Westerwelle. Das ist jetzt in die Zukunft gedacht. Erstens, und das finde ich ganz wichtig, Ruhe bewahren.
Machen wir uns nicht vor, es gibt genug Kräfte, die wollen diese Einigung nicht. Das sind die Hardliner in Teheran, die jede Art von Verhandlung mit dem Erzfeind USA natürlich ablehnen. Das sind die Hardliner in Washington, die natürlich jede Art von Einigung mit dem Erzfeind Iran ablehnen. Und dann gibt es die unheilige Allianz aus Israel und den Golfstaaten, die das Abkommen auch am liebsten torpedieren werden. Wir werden Provokationen erleben. Und ich kann nur immer wieder sagen, an die 5+1 Staaten Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen und den Geist von Genf aufrechtzuerhalten. Das wird in den nächsten 6 Monaten das Wichtigste sein. Zweitens sollten Sie unbedingt und sofort in den Ländern der Region für die Einigung werben. Und da ganz vorne natürlich Israel. Werben Sie in Israel dafür, dass diese Einigung mehr Sicherheit für Israel bedeutet und nicht weniger. Auch das ist eine Aufgabe für einen künftigen deutschen Außenminister. Drittens müssen die versprochenen und beschlossenen Sanktionserleichterungen so schnell wie möglich umgesetzt werden und so großzügig wie möglich umgesetzt werden. Ich habe das hier schon mehrfach gesagt. Es kostet nicht viel, auch mal 2, 3 Schritte weiter in Vorleistung zu gehen. Denn es geht doch genau um eine Sache hier, und das ist übrigens der Dissens, den wir haben, Herr Westerwelle. Es geht darum, Vertrauen auf beiden Seiten wiederherzustellen. Das geht nicht nur darum, dass der Westen Vertrauen in den Iran haben muss. Auch umgekehrt gibt es dort ein berechtigtes Misstrauen. Das muss auf beiden Seiten hergestellt werden. Und dafür würde es sehr helfen, damit komme ich auch gleich zum Schluss, dafür würde es sehr helfen, jetzt sehr großzügig in den nächsten Wochen und Monaten die Sanktionserleichterung durchzusetzen. Und viertens und letztens sollten jetzt diese Chance nutzen, Iran auch auf anderen Feldern mit einzubinden. Herr Mützenich hat schon gesagt, es geht da zum Beispiel auch in der Syrienfrage, aber auch der EU-Menschenrechtsdialog mit dem Iran könnte wieder aufgenommen werden. Dann können wir auch verhindern, dass die Menschenrechtsfrage, die dramatische Menschenrechtslage im Iran zu Kosten des Atomstreits vernachlässigt wird. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte. Das gilt natürlich auch für den Iran, das gilt aber für alle Länder in der Region, auch Israel, auch die Golfstaaten. Dankeschön. Jan van Aken war das für die Fraktion Die Linke. Nächste Rednerin ist jetzt Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, eine große Chance mit Risiken und vor allem auch ein Erfolg der Diplomatie, allerdings mit offenem Ausgang. So lässt sich meiner Meinung nach das Übergangsabkommen, das die 5 Vetomächte der Vereinten Nationen und Deutschland mit dem Iran in Genf verhandelt haben, am besten beschreiben. Der Iran verpflichtet sich, Teile seines Atomprogramms auszusetzen und mehr Inspektionen seiner Anlagen zuzulassen. Und im Gegenzug soll ein Teil der Sanktionen gelockert und vorerst keine weiteren verhängt werden. Gemischt und sehr unterschiedlich wurde dieses Abkommen anschließend bewertet. Und ich stehe immer noch unter dem Eindruck, dass Sie, Herr Außenminister Westerwelle, so einig sind mit dem Kollegen van Aken. Ich finde das einen ganz besonderen Moment. Und ich finde, das zeigt auch, dass es hier einen großen Zuspruch für dieses Verhandlungsergebnis gibt. Sie haben das Abkommen einen Wendepunkt genannt. US-Außenminister Kerry twitterte, von einem ersten Schritt die Welt sicherer zu machen, wogegen der israelische Ministerpräsident Netanyahu das Abkommen auch deutlich kritisiert hat. Allerdings zeigt ein Blick auf die Debatte in Israel nicht nur sehr nachvollziehbare Sorgen über das iranische Atomprogramm, sondern auch sehr unterschiedliche Ansichten und Bewertungen dieses Abkommens. Meine Damen und Herren, nach Jahren der Eskalation und des eisigen Stillstands und nach Jahren der mehr als berechtigten Sorge, dass der Iran in Zukunft eventuell über Atomwaffen verfügen könnte, ist nun eine erste Vereinbarung getroffen worden, die allen Seiten durchaus auch, ich finde, große Zugeständnisse abverlangt. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg. Ziel muss es jetzt sein, diesen Weg der Verhandlungen weiter zu bestreiten und die Vereinbarungen zügig und schnell umzusetzen, um anschließend nach den vereinbarten 6 Monaten, in denen Transparenz geschaffen und Vertrauen erworben werden muss, ein belastbares und verbindlicheres Abkommen zu erreichen. Und wie diese 6 Monate genutzt werden und wie die Umsetzung dieser Vereinbarung ausfällt, wird dabei nicht nur für die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate, sondern für Jahre ausschlaggebend sein. Und es liegt jetzt an der neuen Regierung in Teheran, der internationalen Gemeinschaft, glaubhaft zu beweisen, dass sie ernsthaft an einer langfristigen und tragbaren Lösung des Atomkonflikts interessiert ist. Und dazu muss der Iran nun schnell und transparent seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen. Die Hochanreicherung von Uran auf 20% muss gestoppt und die bestehenden Vorräte auf höchstens 5%ig angereichertes Uran umgewandelt werden.
Auch die Aktivitäten um den Schwerwasserreaktor Arak müssen gestoppt und die Kontrolle durch die Internationale Atomenergiebehörde uneingeschränkt ermöglicht werden. Denn nur durch die zügige und anhaltende Umsetzung dieser Vereinbarung kann der Iran die bestehenden Zweifel, dass es sich nur um bloße Lippenbekenntnisse handeln könnte, langsam aus dem Weg räumen. Ziel der auferlegten Sanktionen war es, den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen, und ich finde, das ist gelungen. Nun muss aber auch die internationale Gemeinschaft im Gegenzug bereit sein, die Sanktionen zu lockern, wenn die iranische Seite ihren Verpflichtungen nachkommt. Und ich finde, dabei sollten vor allem die Sanktionen im Fokus stehen, die die Zivilbevölkerung treffen. Absolut kontraproduktiv sind an dieser Stelle aber auch Stimmen aus den USA, von den Republikanern, die in der aktuellen Situation eine Verschärfung der Sanktionen fordern, denn das wäre ein automatisches Ende dieses Erfolges, ein automatisches Ende der Verhandlungen und Gespräche. Meine Damen und Herren, wir sollten aber auch nicht in allzu große Euphorie verfallen. Denn es ist zu früh, von einer wirklichen Lösung des Atomkonflikts zu sprechen, weil eben auch in diesen 6 Monaten viel passieren kann, zum Guten, aber eben auch zum Schlechten. Und trotz des berechtigten Aufatmens aufgrund dieser Einigung muss eins auch klar sein. Sie ist kein Anlass, die erschreckende Rhetorik des iranischen Regimes gegenüber Israel oder die nach wie vor krassen und eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran oder aber auch die verheerende Rolle, die der Iran im blutigen Syrien-Konflikt spielt, auszublenden. Es ist aber auch klar, das Übergangsabkommen ist dann eben doch ein großer Erfolg der Diplomatie. Denn wer das bestreitet, muss sich klarmachen, dass die anderen Alternativen, die auf dem Tisch lagen, und mit dieser Formulierung wurde ja immer wieder auch über einen Militärschlag gesprochen, in ihren Auswirkungen katastrophal gewesen wären. Auf der einen Seite, es hätte nicht toleriert werden können, dass der Iran sein Atomprogramm in vollem Umfang weiter betreibt, während immer schärfere Sanktionen dann auch die Zivilbevölkerung treffen. Eine militärische Eskalation dieses Konflikts hätte unberechenbare Folgen gehabt für eine Region, die ohnehin schon durch zahlreiche Krisen und Konflikte destabilisiert ist. Die Einigung ist durchaus ein Anlass, auch bei allen berechtigten Zweifeln und Unwägbarkeiten Hoffnung zu fassen, dass vielleicht ein Anfang gemacht wurde, diesen Konflikt auf diplomatischem Wege zu bearbeiten und vielleicht auch irgendwann wirklich lösen zu können. Und wir sollten alles dafür tun, diesen Weg entschieden weiter zu beschreiten. Vielen Dank, Frau Kollegin. Soweit die Rede der Abgeordneten Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Andreas Schockenhoff für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2002, als bis dahin geheime iranische Nuklearanlagen und Beschaffungsaktivitäten aufgedeckt wurden, besteht der Verdacht, dass der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm betreibt. Noch hat der Iran wohl keine Atomwaffen, aber die IAEO zeigt sich seit fast 10 Jahren in ihren Berichten immer besorgter über den möglichen militärischen Charakter des iranischen Nuklearprogramms. Der UN-Sicherheitsrat hat Teheran in zahlreichen Resolutionen zur Klärung der offenen Fragen aufgefordert und seit 2006 mehrere Sanktionsresolutionen verabschiedet. Deutschland und die 5 ständigen Sicherheitsratsmitglieder setzen seit Jahren mit großer Geduld auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Der Iran aber hat bisher nur auf Zeit gespielt. Die nun in Genf getroffene Vereinbarung bedeutet erstmals eine politische Einigung über erste Schritte zur Lösung des Konflikts, und das begrüßen wir außerordentlich. Der Verhandlungsansatz, der auf Kooperationsangebote und gezielte Sanktionen setzt, hat sich als richtig erwiesen und zu Bewegung in den zuvor festgefahrenen Verhandlungen geführt. Und es hat sich auch als richtig erwiesen, alle Optionen auf dem Tisch zu belassen. Der Iran hat einer langen Liste konkreter Forderungen zugestimmt. Sie sind, wie es die Frankfurter Allgemeine Zeitung richtig beschrieben hat, das größte Bremsmanöver, seit das iranische Atomprogramm den Kinderschuhen entwachsen ist. Das Sanktionsregime bleibt im Kern intakt, und Teheran hat unter den Bedingungen dieses Interimsabkommens nicht die Möglichkeit, heimlich die Entwicklung umfassender nuklearer Kapazitäten voranzutreiben.
Teheran muss nun der IAEO den unbegrenzten Zugang zu den Nuklearanlagen ermöglichen. Aber der Außenminister hat es zu Recht gesagt, die Genfer Übergangslösung ist noch kein Endzustand. Der Iran ist jetzt nicht nur aufgefordert, die Auflagen von Genf zu erfüllen, sondern die nächsten Monate zu nutzen, um eine substanzielle Lösung des Gesamtkonfliktes zu ermöglichen. Der Iran muss gemäß den Forderungen aus verschiedenen UN-Resolutionen endlich den ausschließlich friedlichen Charakter seines Nuklearprogramms nachprüfbar unter Beweis stellen. Wir nehmen die israelischen Besorgnisse, aber auch die der unmittelbaren Nachbarn des Iran hinsichtlich dieser ersten Vereinbarung sehr ernst. Israel kann die Gefahr seiner möglichen nuklearen Vernichtung durch den Iran nicht ignorieren. Auch die neue Koalition bekennt sich zu unserer besonderen Verantwortung gegenüber Israel. Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind für uns nicht verhandelbar. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt dabei, ein nuklear bewaffneter Iran wäre eine Gefahr für die gesamte Region und darüber hinaus. Den weltweiten Bemühungen um Abrüstung und Nonproliferation würde ein schwerer Schaden zugefügt. Ein nukleares Wettrüsten wäre die Folge. Saudi-Arabien, Ägypten und auch die Türkei haben schon erkennen lassen, dass sie sich bei einer nuklearen Bewaffnung des Iran zu nuklearem Nachrüsten gezwungen sehen. Niemand spricht dem Iran das Recht auf die zivile Nutzung der Atomenergie ab. Der Iran hat aber nach seinen Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag kein Recht auf eine nukleare Bewaffnung. Eine iranische Atombombe würde eine erhebliche Gefährdung des Weltfriedens bedeuten und auch uns bedrohen. Schon jetzt verfügt Teheran über Langstreckenwaffen, die Europa erreichen können. Wir müssen deshalb verhindern, dass der Iran die Fähigkeit hat, auch in Zukunft Atomwaffen herzustellen. Bis dahin halten wir, auch die neue Koalition, an unserem doppelten Ansatz fest, also Verhandlungen und Sanktionsdruck. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Außenminister Westerwelle hat sich in den vergangenen 4 Jahren mit Werbe für eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes eingesetzt. Herr Minister, die Vereinbarung von Genf ist auch Ihr Erfolg. Dafür, für Ihren Dienst für unser Land und für die stets gute und kollegiale Zusammenarbeit, möchte ich Ihnen im Namen der CDU-CSU-Fraktion unseren ganz besonderen Dank aussprechen. Erneut viel Applaus für Guido Westerwelle, den scheidenden Bundesaußenminister. Nächster Redner in dieser Debatte ist jetzt Thomas Silberhorn, ebenfalls CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Interimsabkommen mit dem Iran bringt Bewegung in den Atomstreit, zum ersten Mal seit 2004 mit einem substanziellen Fortschritt. Und das ist nicht nur ein erfolgreicher Zwischenschritt für alle Beteiligten, es ist insbesondere auch ein Verhandlungserfolg der Europäischen Union. À la bonne heure. So stelle ich mir europäische Integration vor, dass wir in den wichtigen Fragen erfolgreich sind. Wenn wir den Leuten erklären wollen, warum die europäische Integration wichtig ist, dann ist es notwendig, dass die Europäische Union die wichtigen Dinge anpackt und löst und uns nicht mit Belanglosigkeiten behelligt. Das ist ein gutes Beispiel für Integration. Und ich will hinzufügen, dass auch das Format, in dem verhandelt worden ist, sich bewährt hat und entwicklungsfähig ist. Ich weiß nicht, wie viele Koalitionsverträge es in den letzten Jahren gegeben hat, in denen steht, dass wir einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anstreben und auch als Deutsche bereit sind, enger mitzuarbeiten. Dieses Format der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates plus Deutschland wird den Gegebenheiten in besonderem Maße gerecht. Und weil es hier sich bewährt hat, glaube ich, ist das ein Format, das sich ausbauen lässt. Meine Damen und Herren, dieses Interimsabkommen ist eine Chance für die internationale Gemeinschaft genauso wie für den Iran.
Wir wissen nicht, wann der Iran die Schwelle zur Atomwaffenfähigkeit ansonsten überschritten hätte. Aber es hätte in einem Zeitraum von 6 Monaten, auf den dieses Interimsabkommen ausgelegt ist, durchaus der Fall sein können. Dann wären wir vor einer völlig veränderten Situation gestanden. Jetzt haben wir zumindest eine Atempause. Und dieses Interimsabkommen ist auch eine Chance für den Iran, jetzt zu einem Kurswechsel zu kommen, wenngleich klar ist, es ist ein erster Schritt und der Weg ist noch lang zu einer dauerhaften Lösung. Darüber sind sich übrigens die Verhandlungsparteien auch vollständig im Klaren gewesen, denn in dem Text ist noch nicht einmal von einem ersten Schritt die Rede, sondern von Elementen eines ersten Schrittes. Also das zeigt, dass man sich völlig im Klaren darüber ist, was noch zu tun ist. Eine Lehre, denke ich, kann man aus dem bisherigen Verhandlungsprozess ziehen. Die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft haben gewirkt. Die Sanktionen sind ein wirksames Instrument, wenn sie entschlossen von allen durchgesetzt werden. Und auch das ist eine wichtige Botschaft an alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, dass dieses Instrument hier seine Wirkung gezeigt hat. Wenn nun einzelne Sanktionen suspendiert werden und wenn eingefrorene Gelder durch die USA ausgezahlt werden, dann ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Leistungen nur Zug um Zug gegen die Umsetzung dieses Interimsabkommens erfolgen können. Es muss klar sein, dass Sanktionen auch sofort wieder verschärft werden müssen, wenn die Umsetzung dieses Abkommens nicht vorankommt. Und deswegen ist es notwendig, dass diese Inspektionen täglich jetzt durchgeführt werden. Dass überhaupt umfassende Inspektionen vereinbart worden sind, ist ein wichtiger Verhandlungsfortschritt, denn andernfalls hätte man ja gar nicht feststellen können, wann denn der Iran die Schwelle zur Atomwaffenfähigkeit überschreitet. Die internationale Gemeinschaft hat gleichwohl auch erhebliche Vorleistungen erbracht. Ich darf daran erinnern, dass im Jahr 2004 noch selbst die Uranumwandlung verboten worden war. Jetzt ist auch die zeitlich nachgelagerte Anreicherung zulässig bis zu 5%. Aber immerhin gibt es eine klare Verpflichtung, dass über 5% angereicherte Uran abzubauen und also zu verflüssigen oder zu oxidieren. Und dieser Abbau der Vorräte bedeutet, dass dieses Interimsabkommen mehr ist als eine bloße Stillstandsverpflichtung. Es kann eine Vertrauensbasis für eine dauerhafte Lösung bieten, wenngleich man natürlich auch feststellen muss, dass grundsätzlich alle Schritte revisibel sein können. Wir können nicht ausschließen, dass der Iran sich auch wieder anders entscheidet, aber wir können auch darauf hinwirken, dass eben in einem solchen Fall Sanktionen sofort wieder verschärft werden. Ich kann insofern die Skepsis mancher Beteiligter oder mancher Dritter nachvollziehen, aber dieses Abkommen bietet dennoch Anlass zu verhaltenem Optimismus. Es kann Vertrauen wachsen, wenn dieses Interimsabkommen jetzt umgesetzt wird und wenn die Verhandlungen für eine dauerhafte Lösung zügig fortgesetzt werden. Da werden auch die Fragen um den Schwerwasserreaktor in Arak Gegenstand der Verhandlungen sein müssen, ebenso wie mögliche militärische Testversuche in Parchim. Wir müssen, und damit will ich schließen, die Bedenken Israels gleichwohl ernst nehmen. Ich teile nicht die Bewertung, dass dieses Zwischenabkommen ein historischer Fehler wäre, aber der Iran hat die Weltöffentlichkeit eben auch oft genug enttäuscht. Und deswegen ist es jetzt Sache des Iran, den Nachweis zu erbringen, dass hier kein taktischer Zeitgewinn erzielt worden ist, sondern dass es um eine ernste Lösung dieses Problems geht. Immerhin bietet dieses Interimsabkommen die Chance, die Verschwörungstheoretiker zu widerlegen, die glauben machen wollen, dass alles darauf angelegt hätten, den Iran zu isolieren. Es gibt eine Lösung. Es gibt keinen Konflikt, der hoffnungslos wäre und ohne Lösung. Und deswegen müssen wir auch die iranische Öffentlichkeit, die junge Generation dieses Landes mit einbeziehen, indem sie eine Perspektive kriegen, indem wir auf wirtschaftliche Entspannung achten und indem wir es der iranischen Führung mit ermöglichen, eine sichtbare Ergebnisse vorzuweisen und zu zeigen, dass sie es besser machen als die Vorgängerregierung in diesem Land. Vielen Dank. Soweit die Rede von Thomas Silberhorn von der CDU-CSU-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Atomabkommen mit dem Iran.